Die ehemalige Jaritzer Villa in der Jaritzer Straße in Unterach. In den 80er Jahren hat sie der geborene Gmundner Heinrich Schiff erworben. Wolfgang Amadeus Mozart, und darauf legt er Wert, war nie hier. Das Schild ist entstanden, weil jede zweite Toilette und Kaffeehaus und Toilettenkaffeehaus und so weiter, hier war er, hier hat er geschlafen, hier hat er gegessen und die Nannerl und so weiter und so fort. Ich wollte einfach sagen, und hier nicht. Ganz einfach. Heinrich Schiff entstammt einer Musikerfamilie. Sein Debüt als Solist gibt er als 20-Jähriger und seither gilt er weltweit als einer der Besten auf seinem Instrument. Seit 1990 dirigiert er auch. Sie werden es nicht glauben, aber eigentlich trotz See und so wunderbar das ist, das war der ausschlaggebende Platz, wo ich gesagt habe, so, das muss ich haben, da muss ich her. Wegen Urwald, wegen geschützt, im Regen sitzen, am Kamin und ja, und noch einmal Urwald. Die Landschaft löst in ihm tiefe Gefühle aus. Die Vermischung aus Berg und See ist offensichtlich etwas, was mich ungeheuer berührt. Was macht der Berg mit dir? Also gut, wahrscheinlich gibt er Ruhe und bedeutet immanente Kraft. Und das Wasser natürlich auch als Urelement oder als Urheimat, wo wir angeblich alle herkommen. Vielleicht ist es das. Das, was jetzt gerade ist, liebe ich unglaublich. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Regen, solange man gute Schuhe hat und einen Anorak, wenn man jetzt spazieren gehen wollte oder müsste, dann stört mich der Regen überhaupt nicht. Die Notwendigkeit, den Kamin anzumachen, weil es feucht wird, überwiegt den Ärger darüber, dass es feucht ist. Und vielleicht ist das dann die dritte Urkraft, der ich verfalle, nämlich dem Feuer. Also am Kamin sitzen, weil es draußen regnet, ist göttlich. Das ist ganz wunderbar. Wobei das Feuer zweimal wärmt. Das erste Mal beim Holzmachen. Brennholz klein machen zum Aufheizen und solche Dinge, das tue ich wahnsinnig gern. Und wenn ich richtige Anleitung habe, dann streiche ich auch wahnsinnig gern ein bisschen was von den Säulen nach oder noch bunter oder so. Das ist alles sehr schön. Mehr Bewegung, so wie früher einmal, Rudern oder Segeln, muss aber nicht sein. Segel nicht mehr, nachdem mir ein gnädiger Sturm das Segelboot entführt hat und mir dann jemand von der anderen Seite des Sees bedeutet hat, ich könne es dort abholen, habe ich zurückgeschrieben, er kann es behalten, ich schenke es ihm. Ich war dann froh, jemandem damit eine Freude zu machen. Der war auch sehr überrascht, dass er es behalten darf. Es war nämlich gar kein schlechtes. Ins Wasser gehe ich doch regelmäßig, aber ich bin kein Wassersportler, mit wahrscheinlich auch Betonung auf Sportler. Mir genügt auch, so wie jetzt, den See zu sehen. Mir genügt der See auch, ohne ihn beschwimmen oder austrinken zu müssen. Also ich kann ihn anschauen und das ist auch sehr, sehr okay. Was machen Sie denn am meisten, wenn Sie hier sind? Mäßig schwimmen, nicht mehr segeln? Ich meine, was bleibt da noch an Sport übrig? Naja, das Churchill-Zitat ist ja bekannt. Ne? Es ist nicht sehr gesund, aber es stimmt wahrscheinlich. No sports. Und Ihnen erschließt sich die Schönheit der Gegend sitzend? Langsam gehend. Neue Inspirationen findet Heinrich Schiff hier und den wichtigen Abstand zur Musik, obwohl ganz gelingt das nicht immer. Ich liege da im Bett morgens, offensichtlich Halbschlaf, und höre Vogelstimmen und meine auch, Halbschlaf, immer wieder die Quart und jopum, bopum, bopum, zu hören. Und nehme das auf und im selben Moment, wie ich die Vogelstimmen erlebe, kommt der ganz, ganz akute Gedanke, wo ist der Grundton? Wo ist das liegende A? Und bin, ohne es zu merken, in Mahlers erster Symphonie, wo das A aus der Stille herauskommt und D.
die Vogelstimmen sich draufsetzen. Sein ehemaliger Freund Gulda ist für ihn auch ständig präsent. Die gemeinsamen Witze erzählen, essen und auch manchmal ein bisschen philosophieren, das sind wunderbare Momente gewesen. Dann kam der ganz große Krach, der wahrscheinlich sein musste. Ich habe das auch irgendwie vorausgesehen, dass das eines Tages passiert. Außerdem, wenn man die Lebensgeschichte von ihm mit vielen musikalischen Partnern kennt, dann weiß man, dass das sehr gut irgendwann passieren kann. Und dann sind wir zwar gegenüber, haben wir zwar gewohnt, aber haben uns nicht mehr gesehen, es sei denn beim Supermarkt, wo er dann meistens geflüchtet ist, wenn er mich gesehen hat. Oder im Graus sich abgewendet hat, so muss man es wahrscheinlich richtiger formulieren. Eine wunderbare Zusammenarbeit ging diesem Streit voraus. Guldas Konzert für Violoncello und Blasorchester. Am Attersee komponiert, verbindet dieses Konzert die Klassik mit der Blasmusik. Als Kind haben mich meine Eltern nicht weggekriegt von der Blasmusikkapelle. Also das hat mich so fasziniert. Ich liebe heute die Blasmusik, die am Land gespielt wird, nur bedingt. Also ich kann sie nicht sehr lang hören. Die Blasmusik beim Gulda-Konzert ist ja nur in einem Satz sozusagen bodenständige Blasmusik und das in einer solchen Gaudi-Stimmung, dass es einen jedes Mal, ich kenne das Stück ja nun eigentlich ziemlich gut und sehr lang, aber wenn ich das wieder höre, haut es mich jedes Mal vom Sessel, wenn das losgeht. Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut. Er hat wirklich seinen besonderen Reiz für die Künstler. Seit Jahrhunderten. Und sie werden sicher weiter hierher kommen und sie werden weiter ihre Spuren hinterlassen. Eine letzte Frage. Nach Friedrich Gulda wurde ein Weg benannt. Sie wohnen in der Jeritzer Straße. Würden Sie sich freuen, wenn es dereinst einmal einen Heinrich-Schiff-Platz gäbe in Unterach? Ich glaube, dass mir das wurscht ist. Tut mir leid.